Penis. Zum Beispiel, Apple ist böse. Ja, das wissen wir. Es ist schwarz. Es ist schwarz. Schwarz ist böse. Schwarz ist ganz böse. Guck, schwarz ist böse, weil du hast was Schwarzes an. Ich habe schwarze Socken an. Ich hatte schwarze Schuhe an. Schwarze Schuhe sind aber jetzt mittlerweile grau. Deswegen ist schwarz böse, weil schwarz andere Farben annimmt. Also schwarz praktisch ein Kaninchen. Und schwarz verwandelt sich. Stell dir mal vor, schwarz verwandelt sich. Wenn schwarz sich verwandelt, dann ist schwarz alles. Das heißt, schwarz kann alle Formen annehmen. Deswegen ist schwarz böse, weil schwarz nicht zuverlässig ist und schwarz sich verwandeln kann. Wenn sich also schwarz verwandeln kann, überlegen wir doch mal. Wenn du etwas hast, auf das du dich nicht verlassen kannst, weil es jedes Mal einen Ausweg hat, in dem es etwas anderes werden kann, dann ist natürlich per Definition aus deiner Sichtweise heraus, ist das Böse, weil das Gute etwas wäre, was für dich gut ist. Und für dich ist gut, was dir zu nutzen ist. Und was ist dir zu nutzen? Etwas, mit dem du rechnen kannst und kalkulieren. Aber dadurch, dass Schwarz jede andere Farbe annehmen kann, was wir gerade erläutert haben, ist natürlich Schwarz böse, weil du mit ihm nicht kalkulieren kannst und das sich immer anders verhalten kann, als so, wie du es erwartet. Oder bin ich? Also wenn das nicht 1000 Klicks in einer Woche gibt, Schwarz ist böse. Ich glaube, du kannst warten.